Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wollte ich euch mal zeigen, wie man Neonfarben am besten drucken kann. Ich habe das schon früher öfters mal probiert, aber immer wieder Rückschläge erlitten, dass die Farben halt total ausgeblasst sind oder halt nicht diese Strahlkraft hatten. Das heißt, es war zwar so ein bisschen am Leuchten im Tageslicht, allerdings ist nicht das, was ich erwartet habe. Wir müssen bedenken, Neonfarben sind jetzt keine Farben, die im Dunkeln leuchten, sondern das sind Farben, die auf UV-Licht reagieren und halt bei Sonnenlicht oder Tageslicht sehr grell erscheinen. Wie zum Beispiel diese Notarztfahrzeuge, die haben ja auch dieses grell, fast schon leuchtende Orange. Und hier in diesem Video werde ich euch jetzt mal meine Erfahrungen berichten. Also legen wir los. Ich habe schon sehr oft Neonfilamente gekauft und war meistens immer enttäuscht. Hier zum Beispiel so ein Billigfilament, welches ich direkt auf eBay gekauft habe. Auch irgend so ein No-Name-Produkt, war sehr günstig, ich glaube 16 Euro die Kilorolle. Und auf den ersten Blick sieht das richtig klasse aus. Wie wir hier sehen können, richtig schön blickdicht, satte Farbe und es ist auch sehr stark so am Leuchten. Man kann das hier im Video schlecht sehen, sowas lässt sich immer sehr schlecht filmen. Allerdings hat dieses Filament einen riesen Nachteil. Es ist nämlich nicht UV-beständig. Das heißt, wenn ich es in der Wohnung benutze, überhaupt kein Thema. Da hält sich die Farbe sehr gut und auch sehr lange. Aber ich kann es leider nicht draußen benutzen. Denn hier sieht es dann nach einigen Wochen wirklich so schäbig aus, wie man das hier auf diesem Bild sehen kann. Total ausgeblasst. Man sieht es auch sehr schön, wo ich das an diesen Armen ein bisschen hochgeschoben habe. Da, wo kein Licht dran gekommen ist, da ist die Farbe noch einigermaßen in Ordnung. Und außerhalb, das, was also permanent im Tageslicht ausgesetzt ist, ist schon fast wieder weiß. Dann habe ich mir mal das Amazon Basics Neon Gelb Filament geholt. Dieses PLA 175. Ja, hier gucken wir nochmal. Neon Gelb von Amazon Basics. Und die ersten Drucke damit waren jetzt nicht so dolle. Man sieht das hier, das ist leicht transparent, also nicht so richtig deckend. Und dadurch reflektiert das auch nicht so schön. Man kann das hier sehen, alles so leicht transparent. Es ist zwar eine schöne Neonfarbe und vor allem, es ist auch UV-beständig. Ich habe das mehrere Wochen draußen benutzt und keinerlei Veränderung feststellen können. Allerdings hat es jetzt nicht so die richtige Strahlkraft, wie ich mir das erhofft habe. Und da ist mir die Idee gekommen. Ich kenne das noch von früher aus diesem Automodellbau, wenn man diese Karosserien für seine Modellbauautos in Neonfarben lackieren wollte. Da hat man diese Neonfarbe immer noch mit einer weißen Schicht hinterlegt, damit dieses Neon überhaupt erstmal zur Geltung kam. Und genau das habe ich jetzt mal hier bei diesem Filament probiert. Ich habe also mein Objekt ganz normal gedruckt, nur diese drei Deckschichten ganz zum Schluss, die habe ich damit weiß gedruckt, sodass halt diese Neonfarbe schön bedeckt mit weiß hinterlegt waren. Und der Effekt war wirklich gravierend. Das werden wir uns gleich alles doch mal angucken. Was mir allerdings dann aufgefallen ist, das Füllmuster war nun doch sehr deutlich zu erkennen. Gerade jetzt mit den weißen hinterdruckten Schichten war es noch deutlicher zu sehen. Und auf dem ersten Blick sieht man, es ist doch sehr dick. Das heißt, diese dicke Neonfarbenschicht hätte ich mir eigentlich schenken können. Und deshalb habe ich nochmal einen nächsten Versuch gestartet. Aber der erste Versuch ist schon mal gut, denn wie man hier sehen kann, ist die Neonfarbe doch deutlicher zu erkennen. Jetzt im Video nicht ganz so gut zu erkennen, aber draußen bei Tageslicht doch schon ein enormer Unterschied. Dann habe ich einfach mal versucht, hier mit minimalsten Schichten die beste Leuchtkraft hinzukriegen. Ich habe also jetzt hier dreimal Neon gedruckt, dreimal Weiß und halt wieder dreimal Neon, sodass ich diesen Stern auf den beiden Seiten jetzt sehen konnte. Und auch hier muss ich jetzt mit 100% Füllung arbeiten, da ich ja dieses Gittermuster, diese Füllstruktur nicht sehen möchte. Und hier auch diese drei Schichten Weiß sind vollkommen ausreichend. Ich habe zwar mit einer, mit zwei probiert, das reicht nicht, da schimmert noch so ein bisschen was durch. Wenn ich jetzt drei Schichten habe von diesem Weiß, dann ist das wirklich schön deckend. Wir haben jetzt also drei Schichten Neongelb, drei Schichten Weiß und jetzt kommt wieder ein Filamentwechsel, wo wir unsere nächsten drei Schichten Neongelb drucken. Dann haben wir also unsere neun Schichten zusammen und wie das Ganze dann zum Schluss aussieht, wie gut das jetzt reflektiert im Vergleich auch zu unseren anderen Sachen, das gucken wir uns gleich alles nochmal genau im Detail an. Wir sehen können jetzt nochmal die nächste Schicht. Und was hier auch auffällt, dass das Neongelb jetzt schon, wo wir es sehen können, vorher auf dem Druckbett war das eigentlich kaum als Neonfarbe zu erkennen. Aber jetzt, wo das Weiße im Hintergrund ist, sieht man sofort diese Neonfarbe. Das heißt, dieses Weiße bringt dieses Neon überhaupt erstmal richtig zur Geltung. Und hier jetzt nochmal den ersten Stern, den ich gedruckt habe, wo man das Füllmuster sehr gut erkennen kann noch.
Hier diese kleinen Kreise an den Ecken, die habe ich gedruckt, damit sich die Spitzen nicht abheben vom Druckbett. Und rückseitig noch eine Halterung für so ein Stöckchen für den Stern. Und hier sehen wir jetzt diese dicken Schichten, die eigentlich gar nicht nötig waren. Aber im Vergleich nochmal hier zu meinem Clip, den ich mal gedruckt habe, der wirklich sehr transparent ist, hier sieht man doch, dass er schon wesentlich besser reflektiert. Jetzt nochmal meinen kleineren beidseitigen Stern mit 9 Schichten, also 3 Schichten Neon, 3 Schichten Weiß, 3 Schichten Neon wieder. Und der hat sogar noch ein bisschen mehr Strahlkraft, wie man hier sehen kann. Das liegt jetzt wahrscheinlich daran, dass wir kein Füllmuster haben, also so eine Gitterstruktur, was so ein bisschen ablenkt. Denn die Deckschichten sind beiden identisch. Ich habe immer 3 Deckschichten hier verwendet. Aber man sieht, dass da dieses dicke Neongelb von diesem Stern mit dieser Halterung hinten dran gar nicht nötig ist. Es reichen wirklich 3 Schichten aus. Und wenn wir das jetzt mal vergleichen, jetzt mit meinem Clip, den ich gedruckt habe, der so halb transparent ist, das mit dem weißen Material als Hintergrund für diese Neonfarbe wirkt doch enorm auf die Strahlkraft. Also hier hat sich das wirklich extremst gelohnt. Hier jetzt nochmal ein paar Vergleichsbilder. Rechts ist das mal wieder so ein Billigfilament, was extremst ausgeblasst war. Das war auch so Neongelb, Neongrün. Wie man sieht, da wo das Auge war, ist die Farbe noch ein bisschen kräftiger, aber auch schon sehr stark ausgeblasst. Und links ist dieses Amazon Basics Filament jetzt mit Weiß hinterdruckt. Allerdings noch mit Gitterstruktur, das waren noch mit meine ersten Versuche. Aber diese Farbe mit dem weißen Filament hinterdruckt ist wirklich dermaßen grell, dass man bei richtigem prallen Sonnenlicht eigentlich kaum drauf gucken kann. So grell ist das. Also wirklich super Ergebnisse, haben meine Erwartungen weit übertroffen. Und auch jetzt bei mir nach mehreren Wochen noch keinerlei Ausblassen der Farben. Vielleicht liegt das daran, dass das halb transparent ist, vielleicht das UV-Licht nicht ganz so stark aufnimmt. Also bis jetzt bin ich wirklich vollkommen zufrieden mit den Ergebnissen. Ich werde mein benutztes Neongelb hier, was ich von Amazon habe, nochmal verlinken unter diesem Video. Und schon mal eine kleine Warnung vorab. Meine Rolle ist jetzt hier 2 Jahre alt. Ich hoffe nicht, dass sie irgendwas an ihrer Mixtur geändert haben, sodass eure Ergebnisse jetzt von meinen sehr stark abweichen. Aber das Gute ist ja bei Amazon, wenn das Zeug Müll ist, einfach wieder zurückschicken. Also meine Rolle hier, meine Farbe, wie ihr sehen könnt, hervorragende Ergebnisse. Aber vielleicht habt ihr ja schon irgendwelche Neonmaterialien auch zu Hause, die so leicht transparent sind. Versucht es einfach mal mit Weiß zu hinterdrucken und postet ihr eure Ergebnisse. Sagt mir, ob das auch bei euch so einen immensen Vorteil gebracht hat, wenn ihr mit euren Neonfilamenten eine weiße Schicht als Hintergrund benutzt. Das war's erstmal für heute. Macht's gut, bis zu einem nächsten Video. Ciao.